Previously on Minecraft Survival. Also Dorit habe ich jetzt genug. Alleine. Okay. Na, da war auch der von dir dabei, ansonsten wäre es ja gar kein voller Stack geworden. Okay. Also soll ich jetzt noch weiter abbauen, oder? Wir können den mal bunkern. Wir müssen echt irgendwo uns mal Lager einrichten bei den komischen Dorfbewohnern. Ich habe hier noch mehr Dorit gefunden. Deswegen ist er auch heller, damit man weiß, wo er lang fährt. Ich würde aber sagen, dass wir dann quasi hier, guck mal, dass wir hier quasi so einen Stoppstein machen. Dann nimmt man dann hier seinen Minecart auf und läuft dann zur nächsten Schiene. Du nimmst dir eine hundsgewöhnliche Schiene, ja, eine zweite Schiene, eine dritte Schiene. Ja. Machst du hier noch eine Schiene hin und machst hier eine Schiene in eine Richtung und dann legst du einfach eine Redstone-Spannung an und schon hast du eine Weiche. Nice. Hotter Shit. Du musst dann halt natürlich, wenn du in dem Ding sitzt, musst du immer noch was Manuelles tun. Aktivier mal. Du musst in die Richtung drücken, in die du fahren möchtest. Das ist das Einzige, was du machen möchtest. Früher war das ein Mod, dass man die Minecart so gesteuert hat. Heutzutage ist es normal. Was auch irgendwie der Logik entspricht. Naja, es ist halt schon so senkend langsam, dass man wirklich denken könnte, er würde mit den Füßen treten. Macht er ja auch. Es ist Fred Feuerstein. Ja, genau. Hallöchen, Puppelchen. Herzlich willkommen zurück zum Minecraft Survival. Mit dem Drogi. Ja, das Essen, da habe ich so lange drauf gewartet. Tradition, Tradition, Tradition. Tradition wird bewahrt hier. Traditionen müssen gehalten werden. Jo, ja, im Erzkonservativen, ja. Deutschland, doch. In Deutschland, genau. Ich wollte jetzt schon Sachsen-Anhalt sagen, aber das wäre ja verallgemeinert. Ich wusste gar nicht, dass wir in Sachsen-Anhalt wohnen. Ja, und nö, ist aber auch ewig verbunden, Philipp. Ist das Internet. Also, dieses neue, ja, Ding da. Das Neuland, Neuland. Dieses Ding da, die da, die da, die da, die. Ist es die da oder die, oder die da? Die da, die da, die da, die da. Nein, freitags ist sie nieder. Freitags ist sie nieder. Oh, Mann. Alter, 25 Jahre. 25 Jahre. 25 Jahre spielen wir jetzt schon Minecraft. Ja, genau. 25 Jahre spielen wir Minecraft. Und endlich fange ich an, den Berg hier aufzuräumen. Die Fantas haben bei uns schon angefangen gehabt damals. Wo ist der Zombie? Ich mache ein bisschen Fleisch. Ich sammle mal gerade Erde für dich, weil du brauchst doch Erde, gell? Nö. Wie, nö? Ich habe meinen polierten Andesit und so weiter und so plupp, plupp, plupp. Also brauchst du gar nichts. Gelagert. Ich bin im Moment ganz glücklich, so wie ich bin. So wie du bist, bist du glücklich. Erinner dich bitte, wir haben beim letzten Mal hier am Brunnen rumgedoktert. Kannst du ja nicht falsch. Nee. Wir brauchen Erde. Stimmt. Wir brauchen Erde. Guck mal, hier, guck mal, guck mal, guck mal, weil wir haben hier so eine hässliche rote. Ah, stimmt, ich erinnere mich, ja. Ja, ja. Das wolltest du, glaube ich, verkleiden. Ich? Ja, du. Das war toll. Du bist doch Verkleidungskünstler. Ich. Wird's eigentlich gerade Nacht? Ich hab keine Ahnung. Sehe ich richtig, dass es dunkel wird? Ich hab keine Ahnung. Muss ich jetzt wirklich. Mir ist es auch relativ egal. Ja. Weil ich hab hell. Guck mal bitte, wo ich bin. Tschüss. Könnten wir pennen gehen? Wo bist du? Ich bin hier oben auf dem Berg. Ah, ja. Geh mal pennen, ne? Muss ja, ich bin ja in der Frischung. Muss ja sein. Das ist so spannend hier, die Spannung ist greifbar. Ja, man sowieso kann praktisch die Spannung aus der Luft pflücken, während wir schlafen gehen. Die kann man sogar schon riechen. Na, die kann man sogar schon riechen. Ja. Philipp, du riechst komisch. Wie geht denn die Tür hier nochmal auf? Wahrscheinlich gar nicht. Da unten ist einfach eine Tür, die muss nicht aufgehen. Ach, da unten? Ich hab die oben aufgelassen. Nee, die hier. Ja, wieder. Ich hab die oben aufgelassen. Ja, super. Ja. Ich rede von der komischen Stahltür, wie die aufgeht. Ja, gar nicht bis jetzt noch, weil wir keinen. Muss man einen Schalter dafür machen. Oder ich. Mach mal Schalter nochmal. Stickies und einen Stone, ich mach einen Schalter. Ich mach einen Schalter. Ja, mach du einen Schalter. Ich geh Erde farmen. Ich bin der Techniker. Entschuldigung, mal. Ich gehe Erde farmen. Du gehst Erde farmen, ja, ich weiß. Ja, mach mal die Tür auf. Wir haben keinen Stein, warte. Der Stein liegt vor der Tür in der Truhe. Vor der Tür? Ja, in der mit den Trichtern. Vielleicht keinen Moment. Okay. Man sieht, wir sind verdammt gut vorbereitet. Hebel. Wie Hebel? Ja, ich habe einen Hebel. Der heißt cool. Hebel. Der Lever heißt Hebel. Dann stell ihn mal auf.
Nö. Meiner. Ich würde es am besten nicht vor der Tür machen, weil das macht keinen Sinn. Oder? Naja. Guckt er nach oben? Geht's nicht weiter. Ist der Finger oben, muss man dich loben. Ist der lieber oben, kommst du nicht rein, du kleine Pissgeburt. Was? Mm. Deswegen immer schön aber dafür so sorgen, dass er erst da schlaff runterhängt, dann kann man auch weitergehen. Aber so ist auch kacke. Hey. Sie Einbrecher. Sie Einbrecher, sie. Hast du gut gemacht. Den Lever nochmal. Warte, ich helfe dir. Scheiße. Da geht der nicht. Habe ich auch gesehen. Ich habe eine Idee. Warte mal, wir machen da mal zu. Wir machen da mal zu. Lass mich mal rein, ich mache da endlich dieses Ding zu. Diesen Gang. Wieso geht das nicht auf? Achso, ja. Hier. Gerne. Wieso geht das nicht auf? Warte mal, ich springe mal eben schnell beim Käse hinterher. Du springst deinem Käse hinterher. Ich bin doch so ein Minecraft-Redstone-Profi. Wieso geht das nicht? Jetzt geht's. Cool. Kriege ich das vielleicht versteckt? So, ist doch wunderschön. Das sieht einfach keiner, dass da irgendwas versteckt ist. Noch gar nicht der Jonas, der wird mich fragen, boah, wie hast du das gemacht? Weil der kriegt ja gar nicht mit, was ich jetzt hier erzähle. So. Aber ich gehe nach wie vor jetzt Erde schaufeln. Und mache einfach mal Solo-Moderation. In diesem Survival-Together, was ja so unglaublich schwieriges Survival ist. Ist spannend alleine, ja. Ist spannend. Vor allem denke ich mir dann immer, wenn jetzt der Jonas einfach nur das Headset auch noch auf dem Kopf hat, aber nicht sagt. Und ich dann denke, boah, was erzählt der denn mit sich selbst? Dieser Vollidiot, dieser Hobbylose. Typ da. Ich krieg schon der Durst. So schlimm hier. Immer wenn ich aufnehme, krieg ich Durst. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade den Boden ausgebessert habe, weil ich reiß doch hier sowieso alles ab. Ich einfach mal in dieser Aufnahme jetzt, in dieser Stunde, der Gewalt und des trockenen Survivals. Jonas, bist du wieder da? Nee. Bist du jetzt wieder da? Ja. Gut, ich hab deine Tür aufgekriegt. Okay. Gut. Und ich hab dafür jetzt zwei Backkammer. Und ich nicht. Warum räumst du das jetzt weg? Was soll das? Mach doch mal, geh doch mal weg. Jetzt räumt er da einfach auf, ne? Wo haben wir eigentlich unser Eisen hingemacht? Bin mir nicht sicher. Warte mal, ich guck mal in mein Inventar. Ich hab's nicht. Hier bitte vier Eisen. Warum eigentlich Eisenspitzhacken? Ich wollte doch Eisenschaufeln. Hier. Warum liegen da bitte so viel Eisenschaufeln rum? Was soll das? Ups. Jonas. Mhm. Warum liegt da so viel Scheiß rum? Was? Naja, mir soll es recht sein, ne? Ich geh da mal Erde schaufeln. Was hast du getan? Und wie kommen wir jetzt an den Schalter ran? Wo ist der denn? Der ist hier in der Wand, hier. Da unten. Da. Wie kann ich dir gerade nicht drücken? Gut. Ernst gemeinte Frage jetzt gerade. Was? Bist du blöd? Ah, ich hab den versteckt. Ich kann den so nicht betätigen. Hm, doof. Egal, ich geh Erde schaufeln. Kümmer du dich mal um dein Problem da unten. Mein Problem. Aha. Ich hab jetzt drei Eisenschaufeln. Ich bin beschäftigt für diese Stunde. Und dann habe ich noch drei Eisenspitzhacken, also ich. Nee, warte. Zwei Eisenspitzhacken und eine Steinspitzhacke. Zu ihrer Produktinformation, wir nehmen jetzt schon 8 Minuten auf. Produktinformation? Ja. Mehrwert. Lol. Was?
erzählt er wieder nichts. Lässt er wieder die Musik auf sich wirken. Musik. Oder ist sein Kammbär? Football Zeit, dass der gemacht wurde. Aber dann nicht mehr in der Aufnahme. Ich wirke doch unprofessionell. Hä? Ja, genau. Also deine Tür ist dann jetzt von innen öffnenbar, ne, zu öffnen, ne? Öffnenbar? Von... Hä? Öffnenbar, genau. Öffnenbar. Ich hab ne Idee. Wieder ein Tittensack. Ich hab ne Idee. Ja. Nimm doch einfach zwei Knöpfe. Dann legst du einen nach außen und einen nach innen. Das ist ne Idee. Gell? Wie gehen Knöpfe? Du brauchst zwei Steine dafür. Gut, dann habe ich die beste Voraussetzung dafür, weil ich 10,50 auf der Hand habe. Aber kein Stein, kein Kobbel, sondern ein richtiger Stein, ne? Richtiger Stein, das ist gar kein Thema. Okay. Boah, wie mache ich denn den Berg jetzt? Das ist ja ein riesen... Ich glaube, ich mache hier... Ich muss hier gerade so eine Trennschneise schlagen, damit ich weiß, wo ich hier abbaue. Geil, Jonas. Mach doch. Mach ich. Ich höre gerade coole GTA-Mucke, komm. Würde ich auch gern. Obwohl, Rockstar hat es mir eigentlich erlaubt, ne? Hm. Das heißt, ich darf Bildmaterial von dem verwenden, aber was ich nicht gerafft habe in der Erlaubnis, die ich gekriegt habe, ich darf nicht das Ende von Spielen zeigen. Inwiefern? Ich darf nicht das Ende von Spielen zeigen. Ich dürfte Max Payne spielen, aber nicht bis zum Ende. Warum spielen dann alle Max Payne bis zum Ende? Weil die einen besonderen Vertrag haben, was weiß ich. Ah, ah. Jeden Fall, ich habe in meiner Erlaubnis nicht die Erlaubnis durchzuspielen. Das ist ja komisch. Jo. Das haben die vor allem ausdrücklich dahingeschrieben, ne? Haben die hingeschrieben, ja, ist schön, darfst von uns aus die das Bildmaterial und Tonmaterial benutzen, darfst es nicht verändern, hat ja auch Electronic Arts gesagt, darfst du nicht verändern, aber es wäre schön, wenn du halt die Spiele nicht durchspielst. Jo. Ach so, wegen Spoiler Alert. Es wäre schön, heißt nicht, dass du es nicht darfst. Ich sollte es versuchen zu vermeiden, oder wie? Ja. Das ist der Sinn. Was ich aber sowieso nicht mache. Weil Max Payne spiele ich gerade nicht. Das müsste ich nämlich installieren. Hab jetzt vier Knöpfe. Warum? Naja, lass mich kurz überlegen. Man weiß ja nie, für was man den Shit gebrauchen kann. Deswegen macht man sich vier Knöpfe. Ja. Andere machen sich auch Knoten in die Ohren. Oder Löcher. Oder Löcher. Nennen das dann ganz stilvoll Tunnel. Weil ich das auch voll im Ohr brauche. Damit hört man besser. Und stecken sich dann da was durch. Ich stecke ja Gänseblümchen. Genau, Gänseblümchen. Gänseblümchen ins Ohr, genau. Wird das schon wieder dunkel? Muss man das Blümchen dann gießen? Wenn du eine Wasservase hinten dran machst, so eine tragbare. Alter, ich bin voll. Na, sagen wir es mal so. Das beste Tunnelspiel ist ja sowieso enge Schloss durch, zumachen und wegrennen. Genau. Das ist doch so eine Art Ring, gell? Ah. Also man kann auch einen Tunnel vergleichen mit einem Ring. Jetzt kann man sich so vorstellen, bei der Hochzeit, dass sich dann die Tunnel so quasi verbunden werden. Und dann hängen die so Ohr an Ohr zusammen. Komm, wir gehen mal pennen. Wieder. Naja, ich schaff da oben am Tageslicht. Boah, der funktioniert sogar. Na, sauber. Okay. Was ist das denn gewesen jetzt hier? Was denn?
Also. Das kriegt auch noch aus dem Maul beim Runterspringen. Gut, da geht's hoch. Brauchst du irgendwie Erde jetzt schon? Ich habe nämlich 5, 8. Gesundheit. Gesundheit. Ich habe 8 volle Erde-Stacks. Hast du gerade Platz oder? Ungünstig. Ungünstig, pack's also. Pack's lieber gleich hin. Mach hier gleich hier zu. Nee, ich schmeiß es dir einfach hin, die Erde dann. Oder brauchst du eigentlich nur Erde hier zum Verkleiden oder brauchst du noch mehr? Es ging eigentlich nur letztens um die Verkleidung. Den Rest legst du in die Kisten. Also die noch halbwegs leer sind. Okay. Ey. Was hatte ich denn hier unten eigentlich? Ach ja, ich muss ja noch Stein brennen, oder? Ja, dann brenn du mal Stein. Ja, ich muss noch Stein brennen. So. In der Steinebrennerei gibt es manche Leckerei. Zum Beispiel Stein und 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 Stein in der Steinebrennerei. Ja, und Stein und Stein. So, ich geh mal grad gucken, ob ich irgendwo Kisten dafür finde. Meine Damen, machen wir mal. Am besten zweite Ebene. Zweite Ebene ist noch relativ offen. Ja, weil das hier war eigentlich mal als Dreckkiste gedacht. Halt, ich bin beruhigt. Dann halt du nee, das stopp doch, da, ja, das war die Dreckkiste. Glaubst du mir jetzt? Gut. Ich geh da mal. Moment, ich hab noch 11 Samen. Wo mache ich denn die Samen jetzt? Dann habe ich hier Platz für Samen. Ach, super. Ja, du hast ganz viel Samen, ich weiß. Ich hab Pink Tulip. Jetzt haben wir 13 Pink Tulip und 3 Orange Tulip. Warum hab ich eigentlich so viel Scheiße dabei? Oh, das könnte dauern. Warte mal, ich mach mal was zu essen. Wir haben eigentlich so viel Essen. Klappe. Ja, guck mal bitte hier in die Essenskiste. Wir haben 64 Brot, 64 Baked Potato und 9 Äpfel. Ich hab jetzt mir nochmal ein schönes Steak reingepfiffen. Und ein Arsch voll Karotten. Naja, ich geh mal weiter schaufeln. Muss man den Tag nutzen. Damit wir vorankommen. Ach ja, ich trinke mal gerade eine Kleinigkeit. Moderiere du mal. Na, wer hat's erraten? Ja, richtig, ich kenn's auch nicht. Ja, richtig, ich kenn's auch nicht. Aber es kam mir tatsächlich bekannt vor. Oh. Läuft bei Radio Mirror Park. Boom, Amerika. Oh, 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 oh. Kennst du jetzt? Sagt mir gerade gar nichts. Amerika. Da, 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 da. Amerika. Boom. Hört sich irgendwie an wie so ein sterbender Hund. Das dachte ich mir auch grad. Ja, danke. Entschuldigung. Können wir hier vielleicht einen Wald oder sowas hinpflanzen? Oder ein so. Wald? Ja. Irgendwas, was dann die leere Fläche füllt. Du doch, was du nie latten kannst. Was ich nicht latten kann. Latte, Latte, Latte. Ich tue, was ich nicht latten kann. Ach ja. Scheiß hier. Wollen wir vielleicht so ein Bonzendorf aus dem Dorf hier machen? Weil dann wird die U-Bahn nämlich komplett mit Diorit zugepflastert. Wenn du mir noch sagst, was Diorit ist, kann ich es mir vielleicht noch bildlich vorstellen. Das ist der Graue von den weißen Steinen hier in der Mitte. Der Graue von den weißen Steinen? Ich weiß noch nicht so ganz, was ich von Diorit halten soll. Ich bin ja auch einer, der hat bei der Einführung vom Birkenholz das Birkenholz komplett nur als Nutzholz benutzt und gar nicht zum Bauen. Mhm. Und so hatte ich es eigentlich mit dem Diorit und mit dem Anthrazit und was weiß ich, was da noch alles kam, auch geplant. Naja. Also dass ich das quasi komplett ignoriere und es so nebenher existieren lasse.
du willst ja hier wieder alles sofort integrieren. Du sozialer Mensch, du. Sagen wir es mal so, es ist was im Periodensystem, also gehört hier rein. Was hat ein Periodensystem zu tun? Was hat ein Periodensystem? Ja, schon. Okay. Das, man könnte ja eigentlich auch mal hier ausbauen. Gut. Ja, dann bau doch mal aus. Wir können auch die Stadt noch erweitern. Wir können auch einen Händler hinbauen. Wir können vor allem die Häuser können wir noch themenbezogen machen. Ja, du mich auch. Dass wir quasi noch einen Schmied draus machen irgendwo. Hm. Ich hab auch Langeweile. Wir haben vor allem Zeit. Hm. Definitiv haben wir Zeit. Ich baue gerade Berg ab. Irgendwann kommen wir bei der Folgenlänge dann auch bei Folge 1000 an. Hm. Ich würde mich nicht wundern. Warte, sei ruhig. Ich höre das Unglück nicht hervor. Nicht? Rauf. Also wir machen mindestens so lang wie Kronk. Und zwar nicht in Zeitstunden, sondern in Folgennummern. Oh. Ist ja nicht so, als würden wir viermal so lang wie Kronk spielen. Obwohl, gegen Ende hat er ja nur 20, hat er ja 20 Minuten gemacht gehabt. Aber der hat auch zwischendrin halt mal nur 10. Deswegen gleicht sich das eigentlich so ein bisschen aus. Und wir machen ja immer mindestens eine Stunde. Was sich bald ändern wird, aber dazu gibt's in anderen Videos mehr. Andere Videos? Ja, ich mache noch ein Infovideo. Cool. Das wird zu diesem Zeitpunkt, wo dieses Video hier online kommt, schon lange online gewesen sein. Und auch hoffentlich schon angeguckt. Sonst, Nö, deine Abonnenten hassen dich, die gucken deine Videos nicht, die disliken nur. Die disliken nur, genau. Keine Views, aber 1000 Dislikes, genau. Ja, genau. Vier. Ich finde das immer lustig, wenn dein Video mehr Likes als Views hat. Irgendwie befremdlich, ja. Oder wenn ein Video mehr Kommentare als Views hat. Das hatte ich nämlich auch schon. Ich habe wirklich keine Schaufel mehr. What? Gut, dann ja, Kollege. Mach ich jetzt ein bisschen hier mit der Hacke rum. Also darfst du dir mal bildlich vorstellen, gell? Das mach ich mal mit der Hacke rum. Deine Hack? Fresse? Was? Entschuldigung, der lag auf der Hand, das hättest du wissen müssen. Der lag ganz woanders. Der lag am Verrecken im Straßenrand, ich weiß, also. Ja. Kann man ja mal machen. Hast du ausgebuddelt? Er hat gesagt, ey, nimm mich mit. Da hat sich nach dem Euro gefragt. Genau. Zum McDonalds-Pappbecher. Hat er drum gebettelt. Ja. Ach ja, Jonas, weißt du, du machst einfach immer so schlechte Witze. Das finde ich voll nicht in Ordnung. Ich versuche hier das Niveau oben zu halten und du machst wieder alles kaputt. Oben? Ah ja, im Oben halten bin ich gut. Weiß nicht, ob ich dabei ernst bleiben kann. Das klang aber jetzt nicht nach Verzweiflung, also das machst du nächstes Mal bitte ein bisschen glaubwürdiger, okay? Ja, natürlich. Okay, danke. Wofür bezahle ich dich denn hier? Wer hat bezahlt? Stellen wir neu. Ach ja. Ich glaube, ich nehme mal so eine Werkbank mit, ne? Ich habe die Zäune ganz vergessen. Bah, ich wollte ja vorhin die Zäune machen. Stimmt, Jonas, wo sind deine Gedanken nur hin? Genau. Dass du dich immer ablenken lässt, also mir geht das ja gar nicht so. Ich bin ja immer voll konzentriert bei der Sache. Voll concentrated. Ich weiß immer, worum es geht. Genau. Und genau, was ich vorhabe. Genau. Und lass mich auch gar nie ablenken. Was machst du gerade? Hä? Hey Philipp, was machst du gerade? Ich lausche deinem Handy. Du läufst mit deinem Handy? Ich lausche deinem Handy. Du lauschst meinem Handy, hä? Das macht Geräusche. Macht es Geräusche? Ja. Dann entschuldige ich mich vielmal. Also mich stört das nicht, aber bestimmt so ein paar Zuschauer. Ja, aber eigentlich solltest du das auch nicht tun, deswegen hat es mich gerade ein bisschen verwundert. Ja, gut, ich war das früher mal gewohnt, das war bei meinem alten Headset so. Zum Glück beim neuen jetzt gar nicht. Ich verstehe auch gar nicht, woran das hängt. Schirmung. Schon mal was von Schirmung gehört?
Das heißt, mein altes Headset war absolut gar nicht geschirmt und das jetzige ist saugut. Ja. Das vorherige war übrigens ein Triton und wir gehen pennen. Ja, mein Triton ist auch nicht geschirmt, aber dafür ist es auch nicht ausgelegt. Dafür sind die einfach zu alt. Warum sollten die auch geschirmt sein? Das ist viel zu teuer, das Kabel. Tja, ich habe jetzt ein... Was habe ich denn hier? Ein Turtle Beach. Turtle Beach. Ja. Qualität. Naja. So, kriege ich jetzt genug Geld dafür? Oh, was wollen wir denn hier machen? Bin mir noch gar nicht sicher. Ich kann dir sagen, seit Folge 2 gammelt jeder Stein rum. Warum? Wurde der nicht mal weggesprengt von einem Creeper? Ja, deswegen ist ja auch hier so eine breite, gleichbleibende Fläche. Jonas. Ach, deswegen ist das da. Jonas. Hm. Ich hab ne Idee. Was denn? Wir gehen pennen. Ja, klappt im Moment. Hm. Hm. Könnt mir jetzt bitte pennen? Hm. 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 So, jetzt können wir über Pennen nachdenken. Gut. Ich meine, hey, wir pennen zusammen. Das machen wir schon ziemlich oft, ne? Alter, ich bette mich einfach aus, ne? So willst du zusammen pennen. Rate mal, wie lange wir jetzt schon aufnehmen? 10 Minuten. 10 Minuten? Hm. Es sind jetzt schon 25. Im Leben nicht. Du. Alter, dann könnten wir heute echt einfach mal vorproduzieren. Wir könnten schon, aber das wäre eine Vorproduktion für 2015. Hm, richtig. Und vor allem, wenn wir jetzt eine Stunde am Stück aufnehmen, dann machen wir noch einmal eine Verabschiedung und dann machen wir es nämlich so, dann nehmen wir auf, so lange wie wir können und das schneide ich dann später. Ja. Also ganz ohne Verabschiedung am Ende. Ja. Ist zwar halt dann ein bisschen unpersönlicher, aber es ist für uns... Ach, ist besser, ist geiler. Ist für uns gemütlicher zum Aufnehmen. Geiler, was? It's cool, man. It's cool. Aber du denkst ja hoffentlich noch dran, dass ich mit Outer City nur eineinhalb Stunden aufnehmen kann. Ne? Outer City? Ach, Audition. Entschuldigung. So. Bin manchmal so verwirrt. Hallo Enderman. Hallo. Hallo Parkour. Hallo. War nicht vorhersehbar, nee. Nein. Ich hab jetzt hier tatsächlich schon so viel Erde abgeräumt, dass ich jetzt schon wirklich anfangen kann, die Erde abzubauen. Hä? Ich habe mir hier so eine Schneise geschlagen, weil der Berg ist doch ein bisschen länger als gedacht. Ah ja. Und den ganzen Berg wollte ich jetzt eigentlich nicht wegnehmen, deswegen habe ich mir hier eine Schneise geschlagen. Eine Geschneise geschlagen? Ja. Jetzt kann ich anfangen, den Berg abzubauen. Den eigentlichen Berg. Aber wenigstens etwas. Ich habe jetzt 3 Schaufeln gebraucht, um diese Schneise wegzumachen. Ja, na dann. Okay. Ey, die backen einen Kuchen für mich, sagen die da in dem Song. Krieg ich auch einen? Ich glaube nicht. Och Mann. Ich bin ein bisschen nicht gemeint. Bitch. Ja. Ach, ich bin ja noch einen zu hoch. Ich voll Idiot noch. Einsicht ist der erste Schritt zur Besserung. Ich bin einfach so ein Arsch geworden, weißt du? Kaum nehme ich mit dir auf, bist du immer so ein Arsch zu mir. Lalalalalalala. Sei doch mal nett zu mir. Oh, Philipp, ich hab dich so lieb. Ja, genau. Wie meinst du, Phyllis? Yay! Whee! Syphilis! Syphilis! Wollte ich schon immer mal haben. Was? Ich meine, hallo, wir schlafen zusammen. Achso, ja, gut, heute vergessen. Na. Das impliziert schon wieder ganz viele schlimme Gedanken, besonders bei Junior. Hm.
Jetzt könnte man eigentlich Fanfictions über uns schreiben. Oh Gott. Vor allem mit der Musik gerade im Hintergrund. Da 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 da. Naja, nicht ganz, aber ähnlich. Irgend so was Schwarzes, Gangster. Was Schwarzes? Was Schwarzes, Gangster gerapptes. Was Schwarzes? Du weißt, dass Eminem weiß ist. Es ist nicht Eminem gerade. Gerade. Da hört man, dass das schwarz ist. Ah ja. Jetzt ohne Scheiß. So viel Rassismus auf einem Platz habe ich auch noch nicht. Nein, das hat gar nichts mit Rassismus zu tun, das ist einfach vom Stil her. Ach so. Ah, der Philipp ist ja kein Rassist, das wollte ich nur. Ich wollte es nur wissen, ob du dich jetzt geändert hast oder nicht. Ja, genau, ich ändere mich, natürlich. Heute auf morgen sagt er nö. Warten mag ich nicht. Ich habe nichts gegen Ausländer, ich habe etwas gegen Ausländer, die sich nicht integrieren können. Gegen Ausländer, die hier geboren sind und denken, sie wären Ausländer. Hust. Die dann wiederum keine Ausländer sind, praktisch gesehen. Okay. Kennst du diese Mongos, die voll einen auf Türken dicke Eier schieben, obwohl sie hier geboren sind? Finde ich immer sehr lustig. Ich kenne da noch was Schlimmeres. Ja. Der ist auch so ein Wannabe-Türke. Aber der zieht gerne über andere her. Aber wenn man dann so mal in seine Richtung schießt, dann zieht er gleich einen Schwanz ein. Lord. Jo. I'm a wannabe Turk. Oh, oh, I'm a wannabe Turk. Oh, oh. Ich habe erst Minecrafter-Logo noch, das kann ich ja dann einblenden. Minecrafter! Oh, ich habe Hunger. Steht eigentlich die Sonne? Ach, ganz oben, okay. Ganz oben, erst Mittag? Wow. Ja. War echt gut gewirtschaftet. Gell. Ich komm doch voran, gell? Na, was weiß ich? Du siehst doch bestimmt schon Veränderungen. Ich bin unter der Erde, ich sehe nichts. Ja, sei doch mal ein bisschen einsichtiger hier. Warum denn nicht zweisichtig? Na, wo sind sie denn, mein Herr? Brauchst du eigentlich noch Erde? Nein, aber ich hätte Erde für dich. Ich habe auch Erde. Einen ziemlich großen Arsch voll Erde. Was machst du? Geh zu beim Arbeiten. Du guckst mir zu? Hast du aber schön gemacht. Okay. Willst du mal die Schneise sehen? Jonas. Was denn für eine Schneise? Jonas, warum? Hm. Was soll das? Braucht die Erde nicht. Dann werf sie mir doch hin. Passt genau. Die baust du jetzt ab. Kuh. Oh, ein Enderman. Also jetzt muss ich hinter ihm herräumen. Oh, ein Enderman. Soll ich den mal auf dich hetzen? Weiß nicht genau, wie du das machen möchtest, aber okay. Au! Bäm! Ups, Entschuldigung, hab ich dich getroffen? Jetzt sag mir nicht, dass ich dich getroffen hab. Nee, hast du nicht. Oh mein Gott, nein! Stimmt. Okay. Nein, geh weg. Okay, okay. Geh weg! Hey, ich mache hier noch meine Arbeit. Oh Mann. Wenn du das zu oft machst, dann stirbst du, ne? Mhm. Ja, jetzt kannst du abbauen, was du willst. Bleib doch gerade da oben. Ja, ich bleib hier. Ah. Ja. 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 Vor allem auf einem ganz neuen Level. Lass ihn doch einfach schweben.
Gut, mir ist egal. Irgendwann werden wir dann gefragt, warum schwimmt man Klotz Erde? Guck das LP ja, von vorne. Ja. Guck das LP von vorne und dann, ne, also hier, also, ne, also. Also hier, ne, also. Aber das sind 20 Stunden. Ja und? Ja, kack drauf. Kein Problem. Du bist der Typ ohne Zeit. Nein, stopp, du bist der Typ mit Zeit. Und ohne Leben. Genau, wir sind der ohne Zeit. Wir haben ja noch ein Leben. So, neben YouTube. Naja. Okay, ja, doch. Ich habe jetzt aber wirklich vermehrt Kontakt zu Frauen, ist mir aufgefallen. Oh, du bist Let's Player, du kannst deine Eier zeigen, was? Ja, genau. Ist klar. Aber vermehrt Kontakt zu Frauen aufgenommen. Es ist mir eine fremde Spezies. So ein Logbuch schreiben. Ja, genau. Raumschiff Enterprise. Ja, Tag genau. Kettenkirk. Tag 3. Tag 3. Tag 3. Ah, ist so gut. Mein Mathelehrer, also Mathe-Leistungskurslehrer, hat neulich erzählt, dass der Otto Walkes damals in seiner Jugend mal einen Witz gemacht hat. Nämlich, Wissenschaftler haben jetzt nach wochenlanger Forschung eine neue Zahl endlich erfunden. Sacht. Sie liegt zwischen 7 und 8. Und da hat er sich so weggepisst, dass der das so ganz trocken gesagt hat. Oh Gott. Was? Oh Gott. Lehrer und ihre Witze. Schlimm, gell? Das gehört ein Buch sich selbst. Also dem gehört ein Buch sich selbst. Dem gehört ein Buch sich selbst. Dem Thema gehört ein Buch sich selbst gewidmet. Ach so, so meinst du das? Ja, gut. Tittensack. So wieder. Hab Hunger. Könnte es helfen, wenn ich hier überall Fackeln aufstelle? Eventuell. Wir müssen pennen gehen, Madame. Und deswegen frage ich, ob es hilft, wenn ich überall Fackeln aufstelle. Weil ich will eigentlich. Dann gebe ich mir jetzt mal Karotten. Ich will nämlich eigentlich jetzt gerade nicht pennen gehen. Ich stelle mal gerade überall Fackeln auf. Nein, wir müssen pennen gehen. Müssen wir? Ich hab nämlich bei mir unten jetzt dunkel. Okay. Stell trotzdem noch ein paar Fackeln auf. So ein paar Fackeln im Wind. So. Übrigens, da dieser Transportweg, der sieht irgendwie cool aus. Wie sieht der geil aus? So wie so eine Autobahn. Vor allem, wenn er beleuchtet ist, ist er richtig gut. Wir müssen den jetzt. Oh, da könnte ich ja dann. Wie viel Eisen haben wir? Dann könnte ich nämlich gleich anfangen, Schienen zu legen. Wir haben, glaube ich, gar kein Eisen. Wir haben gar kein Eisen, das kann nicht sein. Hier drin ist nichts. Ansonsten cheat ich uns Schienen, ganz ehrlich. Nee. Weil das Eisen zu finden, das war. Wir haben wirklich gar kein Eisen. Ich müsste eigentlich anfangen, da hinten mal richtig ordentlich tief zu bauen. Boah, ich muss irgendwo mal die Erde ablegen. Wir brauchen Lava unbedingt. Das geht so nicht. Hattest du nicht letztens irgendwo einen Lavafluss gefunden? Ich glaube, in der Höhle ganz unten war einer. Oh, Schleimbälle! Haben wir einen Eimer? Sag mal, dass wir einen Eimer haben. Dann gehen wir jetzt nämlich pennen und dann hole ich mir ganz schnell. Ja, wir haben einen Eimer und dann hole ich Lava. Echt? Gut. Ah, gut. Komm, ist wir gehen unten, ne? Der ist unten, ja. Ja. Ich habe schon eingesteckt. Ach, ja. Jonas. Okay, fertig. Ach stimmt, du brauchst ja nicht lange. Du Arsch. Entschuldigung. So. Entschuldigung. Ich geh jetzt Lava suchen. Entschuldigung. Wünsch mir mal Glück. Hier war doch irgendwo diese Schlucht, gell? Wo waren die? Ach, da hinten. Ich war da schon so lange nicht mehr drin. Orientierungslos. Wir waren doch kaum in der Schlucht, wir haben nur so ein bisschen die Oberfläche angekratzt. Genau. Dann hast du ja Angst gehabt vor der Höhle. Enderman. Dann prügel dich mal mit dem, ich will mal sehen, wie effizient du bist. Hä? Hallo Zombie. So, ich ess mal grad noch was.
Boah, hier ist Kohle. Können wir Fackeln machen? Hier ist Eisen in der Wand. Fackeln sind absolut Wayne gerade im Moment. Kohle brauchen wir für ganz andere Sachen. Ich brauche Fackeln. Vor allem brauche ich Lava. Was machst du denn da unten unter mir? Ich gehe Lava suchen. Ah. Es gibt Leute, die haben sich ein Ziel gesetzt. Und dann gibt es dich. Nein, mich. Und dann gibt es dich, genau. Boah, spawnt der Enderman einfach vor mir. So ein Arschloch. Ah ja? Du, ich hatte die ganze Zeit gerade Bammel, dass der vor mir spawnt. Das hast du aber toll gemacht. Aua. Wie oft bin ich da jetzt schon runtergefallen? Alle fünfte Folge. Ich glaube jedes Mal. Wir sind gerade in der sechsten. Oh. So gut, gell? Sechste oder siebte Folge, irgendwie sowas. Oh, jetzt wird's lustig. Was hast du denn vor? Klär uns auf. Ach, die Wände von dem Eingang. Klär uns auf. Aufklärung ist wichtig. Oh, wir müssen unbedingt in den Nether. In den Nether? In den Nether? Boah, hier ist Gold. Weil wir brauchen Glowstone. Hier ist Gold. Hier ist Creeper! What the fuck? Hier ist dunkel. Wir brauchen Glowstone. Warum ist hier dunkel? Welcher Idiot hat sich hier nicht rausgetraut? Creeper? Der hochkommt! Scheiße. Nein, Creeper, du bleibst ja da hinten, gell? Hallo, Creeper. Creepy Lion. Hallo. Noob. 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 Ich hab's kaputt gekriegt. Alter, ich höre gerade ein Cover mit einer Brassband von einem Lied, das auch aus GTA kommt. Ganz komisch irgendwie gerade. Ich habe hier Eisen, ich habe eine Höhle. Ich suche eigentlich gerade nur Lava. Da ist hell, hier ist Rotstein. Boah, wie geil ist das denn hier? Was ist das? Mini-Zombies! Ja, Mini-Zombies. Die legen mittlerweile Eier. Da! Ganz, ganz viele Zombies! Sind ein Spawner oder was? Wie, die legen Eier? Nein, es gibt kleine Zombies. Also die legen keine Eier? Die verbrennen nicht mit dem Sonnenlicht. Was? Boah, hier ist so viel Eisen. Hier ist ein Lavafluss und ich werde beschossen aus irgendwo. Ach, da oben. Ah, ja, komm. Hier ist nochmal Lava. Wie geil ist das denn hier geworden? Diamanten! Jonas? Mhm. Diamanten. Hast du eine Eisenspitzhacke? Ich hab eine Eisenspitzhacke. Schön. Viel Spaß. Ich komme ja nie wieder lebend raus, ne? Das ist ja klar. Idiot. Ich könnte hier unten mal Obsidian herstellen, weil du willst ja einen Nether. Ich hab gedacht, du kommst nicht mehr lebend raus. Oder dann kommst du vielleicht dann strengst du dich vielleicht ein bisschen an, dass ich lebend rauskomme. Boah, ich hab sogar einen Bogen jetzt. Wie geil ist das denn? Nur keine Pfeile. Da, das war's halt mir. Ich setz das mal gerade hier an. Nehme ich das Wasser wieder mit. So, jetzt mal ein bisschen Obsidian. Haben wir noch zwei Diamanten mehr. Boah, Diamanten. Jonas. Ja. Dass ich das noch erleben darf. Ich habe jetzt drei Diamanten. Das reicht schon für eine Diamantspitzhacke. Schätzt doch mal, wie lange wir jetzt schon aufgenommen haben. 50? Bisschen weniger. 45. Ja, passt. Du wirst ja langsam immer besser. Weißt du, du hast Diamantgedöns und ich baue hier Erde mit Erde ab.
Ich fühle mich gut. Du fühlst dich effizient. Mhm. Also auf jeden Fall, ich habe hier... fällt mir gerade was auf. Ich habe jetzt mal gerade ganz viel, Der Server ruckelt nämlich gerade rum. Der Server ruckelt rum? Bei mir nicht. Mhm. Ich habe gerade einen ganzen Arsch voll Obsidian vorbereitet. Boah, hier ist so viel Rotstein. Brauchen wir Rotstein? Nein, wir brauchen Andesit. Das ist sehr graue. Mit Rotstein meine ich Redstone. Pack ein! Alter! Pack so viel ein, wie du kriegen kannst und lass dich nicht töten. Ich habe jetzt 9 Diamanten dabei. Jetzt nehme ich mal die ganzen Eisenvorkommen, die hier sind, noch mit. Boah, wenn so effizient mal meine Mine wäre. Das wäre ein Traum, wenn die so effizient wäre. The world around the world, around the world. Du weißt, dass das hier auf YouTube landet? Ja, mach den nicht ins Höschen. Was neu erwähnt haben. Gerade bei so Liedern, die nur eine Zeile haben, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das kann sein. Das war jetzt gar nicht fies, nee. Hast du jetzt gleich Lava, das ist ja cool. Ich hab sogar schon Obsidian. Also, auf dem Boden. Es hört sich schön an. Okay. So, hier ist Rotstein. Boah. Das ist ja geil. Ich hab jetzt schon 27 around Rotstein. The world, around the world. Ach Jonas, bitte. Schon besser. Das erkennt man gar nicht. Jonas? Oh, schön. Ja. Warum sind Lieder mit einer Zeile leichter, schneller bekannt? Einfacher auswendig zu lernen. Ja. Die ganzen kleinen dummen Idioten. Ja. Er hat meinen Witz gekriegt. Wo geht's hier eigentlich lang? Was haben wir hier? Wer wohnt denn hier? Hallo? Ein Doppelweg. Ich geh mal hier lang. Hier ist so schön dunkel. Und das? Jonas, hier wächst Gras auf dem Boden. Hier gehörst du doch hin. Gib's doch zu. Aha. Da wächst also Gras auf dem Boden. Da ist bestimmt schon Gras über die Sache gewachsen. Ja. So, ohne Scheiß, warum wächst da Gras auf dem Boden? In der Höhle. Oh, ach so, sag das doch. Ich bin immer noch in der Höhle, ja. Das wiederum ist eine gute Frage. Ich nehme gerade noch ein bisschen Gold mit. Vielleicht brauchst du ja Gold. Oh ja, so als modisches Accessoire. Nee, für die Beschleuniger von den Schienen. Boah, ist da Rotstein. Nee, da werde ich nicht hingehen. Das ist mal zu riskant. Zu riskant? Ja. Ja, Jonas, du bist sauber. Du machst dir ein Baugerüst, aber dann vergisst an einer Stelle das Baugerüst auch zu... So dumm zum Scheißen, sag ich dir. So dumm zum Scheißen. Ich hab jetzt schon 55 Iron Ore. Wie heißt das Lied? Empire State of Mind. Oh. Brauchst du Kohle? Ja, wir brauchen Kohle. Wir brauchen immer Kohle. Wir brauchen alles, was du kriegen kannst. Das diese eine, alles. Diese eine Höhlentour zum Sammeln von einem Eimer Lava war jetzt schon ertragreicher als meine ganze Mine. Ich glaub auch. Weil ich hier einfach so scheiße tief bin. Was waren gerade für Geräusche? Sagt man, dass das im Soundtrack war. Sonst kommt gleich eine Katze auf mich gesprungen. Das bezweifle ich. Mhm. Moment.
Ja, höre. Seit der 1.8. Ich habe gerade die Musik pausiert, ne? Kann es sein, dass die Höhlen andere Geräusche machen? Ja. Klingen die deutlich gruseliger? Ja. Also war das gerade hoffentlich ein Höhlengeräusch und kein Monster? Ja. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ach du Scheiße, was sind das für Geräusche? Aber so ein komisches, verzerrtes Lachen, ne? Also Notch, ne? Oh ja, ja. Notch, ne? Wenn du das hörst hier, fick dich. Was? Ich bin schreckhaft! Drüben geht jetzt nicht lang. Mach ich jetzt die Musik wieder an? Ja, komm. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Da ist auch Copyright drauf. Ja, da ist GEMA drauf, ich weiß. Gut. Könntest du bitte GEMA-freie Musik pfeifen? Nein. Gibt's nämlich nicht. Es gibt GEMA-freie Musik. Ich weiß, dass es GEMA-freie Musik gibt, aber es gibt keine GEMA-freie Musik, die ich pfeifen kann. Außer meine eigene. Ja gut, das, was ich gerade höre, das kannst du, glaube ich, nicht pfeifen, das ist nämlich Dubstep. Dann will ich mal sehen, wie du die Techno-Furze pfeifst. Okay. Der Pub ist online, lass gleich nochmal eine Runde Black Ops hinterher schieben. Ja, das können wir machen. Dann produzieren wir nicht, Tor, dann spielen wir eine Runde Black Ops fertig. Ja, genau. Genau, gut. Boah, ich hab neulich mit einer Freundin habe ich das alte MW2 gespielt, ne? An der PlayStation. Oh, MW2, ja, oh Gott, ja. Und da habe ich ihr gesagt, du, aber lach mich nicht aus, wenn ich scheiße bin, ich hab's absolut nicht mit PlayStation und Ego-Shootern. Hat sie gesagt, ist kein Ding, ich mach dich sowieso fertig, ich hab Übungen in dem Spiel. Erste Runde. Ich stand 10-1. Und es war ein 1 gegen 1, ne? Stopp, warte. KD, 10-1. Jo. In einem 1 gegen 1. Auf der PlayStation. Jo. Es ist komisch. Und ich bin eigentlich ein absoluter PlayStation-Noob. Alter, Analogstick-Legastheniker. Jo. Mhm. Und die sagt mir noch so, ja, ich habe sowieso Übung. Ja, genau. Hast du Ahnung von dem Spiel, glaube ich dir. Aber gut, mich auf MW2 schlagen, das ist auch schon Es ist Nacht. Es ist Nacht? Das erklärt, warum keine Monster in der Höhle sind. Sagte er, während er mit einem Creeper kämpfte. Also komme ich jetzt mal nicht heim, ich baue mal noch ein bisschen Eisen ab. Bummst du nicht heime? Da bin ich aber schade. Ey, geht grad nicht. Bin sowieso irgendwo in der Höhle, ich weiß es nicht. Ich hätte mir ein Bett mitnehmen können. Nö, das wäre eine dumme Idee gewesen. Das war schön, dass du mir zustimmst. Ah ja, genau. So. Alter, sweet dreams are made of these. Ein Brass-Combo. Alter, es gibt nichts Besseres. Sweet dreams are made of dich. Dann eher so da. Ja. Ich hätte jetzt gerne noch ein bisschen Rotstein. Everybody fucking was. Jonas. Wegen so einem Krempel wird das Video nicht gesperrt, glaub mir. Nee, Nein, Creeper. Ganz schlechte Idee. Hallo Zombie. Na, der folgt mir nicht. Was meinst du denn, wie viel Rotstein brauchen wir? Oh, lass mich jetzt erstmal dem Creeper entkommen. Viel. Ich sitze jetzt in meinem Bett und warte auf dich. Das war schön. Währenddessen nehme ich mir mein Handy, Jan. Ich habe hier gerade irgendwie Schiss, dass ich jetzt voll auf die Lava komme. Du hast Schiss, dann geh aufs Klo. Och, Jonas. Ne? Ich bin übrigens schon Level 22. Level 22? Ja. Das war das Gott. War WhatsApp. Okay.
dein WhatsApp-Geräusch. Looking for something. Warum macht dein WhatsApp-Geräusch? Warum wohl? Ah, kann man hier einstellen. Die Astrid hat mir ein Bild geschickt mit dem Untertitel Gespräche und der besten Freundinnen. Ja, genau. Ich nehme mal gerade noch ein bisschen Kohle mit und dann verziehe ich mich nach Hause und dann könnten wir auch mal die Aufnahme pausieren, ne? Weil es geht schon langsam so Richtung Stunde. Und da kommen ja noch die Outtakes vorne dran. Lapis! Lapis! Du kommst mit! Lapis Lazuli! Was werbe ich denn mal? Geile Sau! Ach komm, White Tulip Porto. Nee, warte, White Tulip. Oh, Lapis! Hier, Rotten Flash Porto, keine Sau. Farbe zu geben. Lapis! Verbotene Träume erleben. So, jetzt ohne hab ich Fragen an den Morgen nach der Nacht, der Nacht, der Nacht. Oh, Lapis! Sieht der nicht an den Morgen danach? Ja, ich versuche das ja so gut wie möglich auf Lapis abzuändern. Ach so, okay. Ich glaube, bei dem Wort danach brauchst du nicht viel ändern. Gehst du nicht noch irgendwo nach oben? Ah, da, okay. Wieso hängen da eigentlich zwei Fackeln nebeneinander? Der Fröbel baut denn hier? So. Was für ein Gerät? Ich. Für ein Gerät? Ich. Der Gerät wird nie müde. Der Gerät schläft nie. Ein der Gerät ist immer vor die Chefin gestellt. Der Gerät. Oh, ich könnte jetzt echt fies sein und die Sprachnachrichten aus der einen Gruppe abspielen, aber nein, das würde das Let's Play sprengen. Warte, ich warte auf dich. Du wartest auf mich? Mhm. Ich habe mich entschieden, noch ein bisschen Kohle abzubauen. Boah. Das war ich echt zwischendrin mal. Hast du Angst, dass irgendwas passiert? Oh, mein Raspberry hat sich gemeldet, der hätte gerne ein Update. Dein Raspberry? Ich muss gerade gucken, was werfe ich denn mal noch? Die Jasper Library möchte upgedatet werden. Warum auch immer jemand seine Developer Library Jasper nennt. Jasper? Aber ich kann ja schon froh sein, dass mir mein Pi selbstständig E-Mails schickt, wenn er geupgradet werden möchte. Okay. Das habe ich ihm letztens mühevoll beibringen müssen. Hat eine ganze Zeile Shell-Skript genötigt. Genötigt. Benötigt. Beibrang und genötigt, ja. Mein Deutsch ist heute fucked up. Ach, das kenne ich. Brauchen wir noch Gravel? Gravel? Kannst ja. Du schön in die Lava schmeißen. Okay, also brauchen wir kein Gravel. Übrigens werden wir die Aufnahmen nicht beenden, bevor ich nicht den Lava-Eimer platziert habe. Weil da brauchen wir extra einen Mülleimer jetzt. Dafür sammle ich ein bisschen Kohle. Und dann hoffe ich mal, dass ich hier rausfinde. So, Jonas, dann sag doch mal, wo kam ich her? Ja, ich würde gerne aus der Ahnung. Höhle raus. Ich höre nur die. Ich glaube, hier bin ich falsch. Ich höre nur die Skelette verrecken. Ich muss. Also ist Tag, okay. Es ist Tag? Warum penne ich dann noch? Weil du im Bett liegst alleine. Minecraft aktualisiert das nicht. Oh, kann aber Eisen. Immer wieder pennen. Ich kann aber pennen. Was? Ich kann pennen gehen. Dann würde um dich herum niemand sterben. Oder nennen wir einen plausiblen Grund, jetzt warum. Jetzt ist es Tag. Ab jetzt ist es Tag. Nennen wir einen plausiblen Grund, warum die sterben sollen. Jetzt wenn nicht sterben Tag. Sie. Alter, wo geht's denn hier raus? Was für ein Scheiß. Oh, ist das schön. Ach, da wahrscheinlich, oder? Oder? Komm ich von hier? Ja, von hier komme ich. Hier ist gut. Oh, ein Creeper. Cool. Da komm her. Da komm her. Komm her. Ich gehe mal gerade hier hoch. Gut, Sonnenschein habe ich schon mal. Was ist das? Ach, irgendein Ladefehler. Ach, da steht ja auch so eine Bank. Ich kam jetzt wirklich... Ich kam jetzt ernsthaft mit 9 Diamant-Gehampels aus der Höhle raus, ne? Na, Fug? Was? 9 Diamant-Gehampels. Ja. 9 Diamanten. Oh, non Creeper! Und dazu ein Arsch voll Eisen. Oh, 2 Sticks.
Sagen wir 1,5. Jetzt hab ich gerade einen Schluck auf. Du nicht? Aha. Wie bauen wir denn die Lava? Kippt sie doch am besten ins Wasser. Macht das Sinn? Bau mal bitte eine Falltür. Falltür. Lass die Lava erstmal vermehren. Man kann Lava nicht vermehren. Man kann Lava vermehren. Kann man nicht. Kann man doch. Wenn du sie unten an eine Stelle reinkippst und sie runterfließen fließen lässt, kannst du unten drunter so viel Lava abzapfen, wie du möchtest. Eh nicht. Doch. Eh nicht. Doch. Eh nicht. Doch. Eh nicht. Doch. Eh nicht. Ah ja, doch. Eh nicht. B nicht. D nicht, genau. Boah, D-Netzqualität. Ich hab 1,5 Redstone, ich hab 1,5 Iron Ore. 1,5? Ja. Was denn 1,5 Redstone? Ein 64er und ein. Ich wollte gerade sagen. Oh, Redstone, wo bist du? Wo bist du? Wenn du mal zu mir kommst, dann. Wie waren wir? Da. Da. Ich gehe jetzt mal die Lava vermehren. Es ist so schön, dich zu sehen. Du Redstone, du. Haben wir Glas? Nein. Wie nein? Mein geliebter Redstone. Wir haben kein Glas. Du kommst in die Appropriate Chest. Was? Hä? Die angebrachte Kiste. Warum brennst du denn da was? Eisen, 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 Eisen. Machst du eine Kobbelfabrik? Ernsthaft? Ich mache jetzt eine Lavafabrik. Weil du hast ja gesagt, man kann Lava ver... Kacke. Ob das da geht, weiß ich nicht. Ich habe jetzt leider kein Glas mehr. Sieht doch auch wunderschön aus, gell? Hä? Oh ja. Doch. Oh. Warte mal, ich baue mal hier die Ränder ab. Weil die brauchen wir sowieso nicht. Mann, das wäre so geil, wenn das jetzt auch... Ja. Ich gehe mir mal einen Eimer holen. So. Bin ich mal gespannt, ob das funktioniert. Wäre natürlich cool, wenn es funktioniert. Ja, nee. Irgendwie ja nicht so. Echt nicht? Irgendwie nicht, nee. Hast du das vielleicht in einem alten Video gesehen, so zur 1, weiß ich nicht, Beta? Jo, das hab ich selbst gemacht. Wann? Irgendwann mal, ich hab keine Ahnung, wann das war. Alter. Naja, auf jeden Fall hab ich jetzt Lava. Och, Jonas. Wir brauchen einen Mülleimer. Vor allem haben wir jetzt 12 Klasse. Geh mal weg, geh mal. Mach doch einen Punkt im Boden irgendwo. Oben drauf eine Falltür. Ey. Man kann Lava nicht vermehren. Konnte man. Wegen dir habe ich jetzt mein Feld geerntet. Wegen Ruhe. So. Machen wir jetzt noch eine Falltür, wie geht denn das? So nicht? So. Warum zwei? Gut. Also. Mach das mal hier rein. Hier brennt bestimmt nichts ab. So. Hier ist jetzt unser Plumpsklo. Kannst dich jetzt hinstellen, hochklappen und dann wegwerfen. Aber wir beenden jetzt die Aufnahme. Ja, das dauert noch. Ich muss erst noch zu dem Klo kommen. Könnte ein bisschen dauern. Und was ist jetzt gerade dein Problem? Ja, gar nichts. Ich klink mich dann schon mal aus, ne? Och nee. Du weißt doch, dass Erde brennt.
Erde brennt nicht. Erde brennt. Erde brennt. Erde brennt. Erde brennt nicht. Nö. Wann denn? Ah, oh, warte mal. Nein, du legst jetzt keine Lava im Wald ab. Obsidian. Das funktioniert nicht andersrum, das funktioniert. Das geht nur. Ja. Naja, sagen wir es mal so. Da bauen wir halt Holz drumherum. Weg, weg, weg. Du Idiot! Und ich wundere mich gerade. Du Sau! Geh weg! Oh Mann! Ich hau dich, grün und blau. Du, ich weiß, hier, komm mal her. Ich weiß, wo wir den Mülleimer hinbauen. Hier, neben das Bett. Alter, mach bitte da hinten in dieses Becken rein. Hier, da. Okay. Bräuchte mal zwei Lava eigentlich. Weil dann wäre es schön symmetrisch. Kannst du mal noch einen Lava holen? Aha. Naja, so geht's ja eigentlich. Lustig. Gleich mal reinstellen. Nee. Schade. Ach, du Arsch. Du Arsch. Das wäre ziemlich heftig gewesen. Das wäre abartig. Okay, jetzt machen wir mal Aufnahmeende. Ich verabschiede mich schon mal und ja, ich übergebe Jonas das Wort. Dann Tschüssikowski. So, meine Damen, das war eine ereignisreiche Folge in der Höhle mit dem Draghi und ich habe ein bisschen an der U-Bahn weitergebastelt, aber ihr habt definitiv das meiste gesehen. So, wir machen dann jetzt erstmal ein Päuschen bis nächstes Jahr. Der Draghi macht auch ein komplettes Winterpäuschen ab dem 20. Dezember und wir hören uns bei Minecraft nächstes Jahr erst wieder und dann machen wir auch die Folgen ein bisschen kürzer, nämlich nur eine halbe Stunde und dafür aber jedes Wochenende. Also dann, bis dann und Tschüssikowski, guten Rutsch, bye bye, fröhliche Feiertage. Und fröhliche Weihnachten.